میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی ein paar Gedanken zur Schönheit loswerden oder zu dem, was schön ist. Es ist schön, miteinander hier in der Sonne sitzen zu können, was trinken und klönen und quatschen zu können. Es ist schön, dass wir die Freiheit haben, hier zu stehen und unsere Meinung dazu zu sagen, wie ungerecht, wie verbrecherisch das Regime im Iran ist, dass wir das tun können. Die Schönheit, miteinander zusammen sein zu können, Männlein, Weiblein oder davor oder dazwischen oder danach, egal. Das ist alles wunderbar schön, aber es braucht auch Konsequenzen. Denn wenn wir nur alles machen dürfen, weil eben nichts passiert, dann hilft uns diese Form von Demokratie gar nichts. Wir brauchen tatsächlich nicht so etwas wie diesen Asylkompromiss, der gerade, in Anführungszeichen natürlich, der gerade beschlossen worden ist, und der Menschen von Europa weghalten lässt, wo es wirklich in einigen Teilen richtig schön sein kann. Wir brauchen zum Beispiel nicht sowas wie in der zentralen Unterbringungseinrichtung, die im Mai leergezogen worden ist und wo den Menschen, den Bewohnerinnen und Bewohnern, kurz bevor sie in die Busse steigen mussten, gesagt wurde, packt euer Zeug zusammen, ihr müsst jetzt hier raus. Und niemand antwortet auf die Fragen, warum denn nicht? Nicht der Regierungspräsident, nicht der dafür Zuständige für die zentrale Unterbringungseinrichtung, nicht die Ministerin hier in Nordrhein-Westfalen, Josephine Paul. Niemand reagiert darauf. Ich frage mich, was bringt uns das, wenn wir immer ins Leere sprechen? Ich habe von den Zeitungen nicht gelesen, dass sie etwas über die ZOE anderes geschrieben hätten, als das, was die Bezirksregierung ihnen vorgegeben hat. Journalismus ist die vierte Säule unserer Demokratie. Aber wenn das so gehandhabt wird, dann hilft uns das nichts. Wir hören hier und wir dürfen hier sagen, dass ein Verbrecherregime im Iran ist. Und wir haben gehört, wo überall mit diesem Verbrecherregime zusammengearbeitet wird. Wir brauchen Menschen, die empört sind und die ihren Abgeordneten sagen, Leute, das dürft ihr nicht machen. Ihr müsst sagen, das ist für uns der Status Konfession ist. Das ist da, wo wir uns aufgeben oder treu bleiben. Und das müssen wir allen sagen, die damit zu tun haben und uns auch selber. Das ist unsere Aufgabe hier, Sprachrohr zu sein und Mahnerinnen und Mahner. Leute, ihr dürft nicht einfach so tun, als wäre es gemütlicher, ist wahrscheinlich gemütlicher, mit Diktatoren zu arbeiten und Geschäfte zu machen, weil die im Land eine Friedhofsruhe herstellen und weil man dann ganz feine Geschäfte machen kann. Aber das ist doch nicht das, was wir unter Humanität uns vorstellen. Wir wollen was anderes. Und deswegen noch einmal, alle, die zuhören, denkt darüber nach, wie könnte ich unterstützen, dass so viel Terror in dieser Welt und hier konkret am Beispiel Iran, dass das sein Ende findet und meine Verantwortung ich auch wahrnehme. Danke für Ihre Geduld.